So, heute mal eine kleine Bonusübung, die normalerweise nur meine Teilnehmer in meinem Mehr Sehkraft Augentraining kennen. Ich möchte dir heute mal eine sehr, sehr gute Übung zeigen, präsentieren, die du einfach mit mir mitmachen kannst und dann wirst du auch sehr schnell merken, wie gut das Augentraining überhaupt funktioniert und wirst auch merken, wie schnell sich unsere Augen eigentlich anpassen können. Das soll für dich so eine kleine Motivationsspritze sein, auch endlich mal mit dem Augentraining anzufangen. Es ist sehr wichtig, einfach mal ins Handeln zu kommen, denn wir wissen alle, die Brille wird dein Sehen nicht verbessern. Im schlimmsten Fall verschlechtert sie sogar deine Sehkraft und sie löst ja im Prinzip auch nicht wirklich die Ursache von deinem Sehproblem. Und deswegen solltest du unbedingt mit dem Augentraining anfangen und ich möchte dir jetzt mal eine Übung zeigen, die du machen kannst, von überall aus, ob du zu Hause bist, unterwegs bist. Du brauchst im Prinzip entweder nur einen Daumen, ich nehme meistens jetzt einen Stift, weil da einfach ein kleiner Text drauf ist, den ich während der Übung super fokussieren kann. Du kannst auch natürlich was anderes nehmen, eine Karte oder sonstiges, ja. Und wir versuchen mit dieser Übung unsere Fähigkeit, wieder in die Ferne zu gucken oder die Anpassung, unseren Autofokus sozusagen, schneller zu verbessern und damit wir wieder gestochen scharf sehen können. Diese Übung kannst du machen, wenn du kurzsichtig bist oder auch wenn du weitsichtig bist. Du kannst die Übung, wie gesagt, für jede Sehschwäche nutzen. Das ist, wie gesagt, eine kleine Bonusübung, die so normalerweise nur meine Teilnehmer in meinem Mehr Sehkraft Augentraining kennen. Ja? Wie gesagt, ich nutze jetzt diesen kleinen Stift hier mit diesem kleinen Text. Du kannst, wie gesagt, auch eine Karte nutzen oder sonstiges, was du gerade in der Hand hast. Wichtig ist nur, dass da wirklich ein kleiner Text ist und wir sollten auch möglichst eine längliche Form haben. Also von links nach rechts was sehen, nicht, dass es irgendwie so gehalten wird, sondern wir müssen unseren Stift auch wirklich horizontal halten. Ja? Was machen wir also? Wir gehen erstmal auf die größtmöglichste Entfernung, die wir haben, also soweit es eben geht, mit dem Arm einmal ausstrecken und versuchen dann, diesen kleinen Text von links nach rechts zu lesen. Sollte es jetzt bei dir so sein, dass du entsprechend das schon unscharf siehst, ist das kein Problem. Wir bewegen uns als nächstes nämlich auf unsere Nasenspitze hinzu und wir sehen zum Beispiel, dass es jetzt schon mal wieder schärfer wird. Wenn nicht, gehst du noch näher ran, bis du quasi so nah bist, bis sie quasi deine Nasenspitze berührt. Ja? Und du versuchst jetzt sozusagen herauszufinden, wo deine Sehschärfe langsam unscharf wird. Beispielsweise ist jetzt hier der Fall. Ja? Dann gehst du natürlich nochmal einen Schritt näher, dass du merkst, okay, jetzt siehst du es gestochen scharf. Und jetzt gehst du wieder diesen einen Schritt in die Entfernung und versuchst jetzt diesen Bereich, ich mach's nochmal von der Seite, also ich versuch's dir mal von der Seite zu zeigen, dass du diesen Bereich quasi von nahen zum fern immer weiter variierst, ja, dass du quasi immer diesen kleinen Distanz bewegst und dadurch, dass wir unser Auge immer in diesem Moment neu fokussieren müssen, verstärkt sich unsere Sehkraft immer schrittweise, ja. Und dadurch, dass wir jetzt immer weiter in die Ferne gehen, können wir das natürlich dann bis ins Unendliche machen. Ja, natürlich, irgendwann ist unser Arm zu lang, deswegen gibt es dann noch natürlich beim Augentraining noch andere Methoden, wie du es eben machen kannst für größere Distanzen, um deine Sehkraft zu verbessern. Aber ich wollte dir erstmal die Funktion, die Fähigkeit zu zeigen, dass unser Auge sich auch wirklich verbessern kann. Ja? Und wie gesagt, du kannst es natürlich auch jetzt so machen, dass du beispielsweise in dieser Entfernung jetzt einfach mal von links nach rechts bewegst. Also, das ist auch noch eine neue Methode, die du machen kannst, dass dein Auge verfolgt diesen Stift und dein Kopf bleibt gerade. Und dadurch, dass du sozusagen von links nach rechts deine Augen bewegst, muss sich da auch wieder der Autofokus immer neu einstellen. Unsere Augenmuskeln arbeiten in dem Moment aktiv, ja, in allen Richtungen sozusagen. Du kannst es auch mal nach unten machen und nach oben, ja. Und dadurch, dass ich das in dieser Distanz sozusagen immer neu einstellen muss, wird dieser Bereich dann auch irgendwann deutlich schärfer. Und das kannst du, wie gesagt, mal machen. Du kannst auch gerne erstmal im Nahbereich anfangen, ja, von links nach rechts dich zu bewegen und dich Stück für Stück nach hinten vorzuarbeiten. Du kannst natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen variieren. Also einfach mal was ganz in die Ferne machen und dann wieder mal was ganz in die Nähe, dass du da eine kleine Variation kriegst. Genauere Anleitung, wie gesagt, findest du unterhalb des Videos. Dort einfach mal klicken. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen, dich bald schon in meinen Augentraining wiederzusehen. Ein Großteil meiner Teilnehmer, ich habe schon mehrere tausende Teilnehmer gehabt, die haben es alle geschafft, zwischen 6 bis 10 Wochen ihre Sehkraft um 2 bis 3 Dioptrien zu verbessern. Ja? Warum ist dieser zeitliche Rahmen so groß? Natürlich zum einen daran, dass jeder ein unterschiedliches Augenproblem hat und der eine braucht einfach etwas länger und der andere hat eine vielleicht niedrigere Sehschwäche, dann geht es halt entsprechend ein bisschen schneller. Also, wenn dich das interessiert, wenn es dir weitergeholfen hat, dann gib dir gerne dem Video hier einen Daumen nach oben. Wie gesagt, überleg dir, ob das Augentraining auch was für dich ist und ich würde mich sehr freuen, dich bald wiederzusehen.